Kann ich das hier anzünden? Ich kann einmal dann... Ich kann nur nach hier oben. Hier die anzünden. Ja, das ist so verwirrend. Ah ja, man kann hier durch die Wand laufen, glaube ich, ne? Oder wie war das? Da haben wir gerade... Konnte man nicht durch die Wand laufen? Okay, hier kamen wir her, ne? Gut. Dann gehen wir da hoch. Ich zünde erstmal das hier an. Kann ich nicht. Okay. Leuchte der Weisen, das Dekor des Lichts am heiligen Fenster zeigt den Weg der Weisen. Aber konnte man damals nicht... Hier durch. Jetzt kann man das hier anzünden. Jetzt kann man das da unten anzünden. Aber man kann die auch wieder ausmachen. Das so, so ist das ja nicht. Dann haben wir das hier angezündet. Ja, hier kann man durch. Ich wusste es doch. Erstmal zelten. Dann gucken wir wegen dem Mognet noch mal kurz. Wer warst du? Mokpok. Deshalb bekomme ich überhaupt keine Briefe mehr, Popo. Okay. Ich finde es cool, dass Vivi der Anführer hier ist. Weil, er war ja so ein kleines Kind, so ein ängstliches, und jetzt ist er nicht mehr so ein kleines Kind, so ein ängstliches. Und wer soll denn sonst der Anführer sein? Lilly ist ein bisschen kaputt im Kopf. Quina, vielleicht Freya noch, aber ich verstehe schon, dass die hier Vivi gewählt haben. Aufladen. Atmos. Okay, keine Elektrizität. Zum Glück habe ich auch Atmos gewählt und nicht Ramu. Quina kann das bestimmt noch nicht fressen. Muss schwächer werden, Mampf. Blaster, heilige Magie, auf alle. Oder sie ist versteinert, ne? Ne, stopp. Stopp ist aber auch doof. Fängt die denn irgendwann wieder von selber an? Sich zu bewegen. Muss schwächer werden, Mampf. Der ist, glaube ich, immun dagegen. Okay, tot. Auch nicht außerhalb des Kampfes zu wirken. Ja, wir machen das mal aus. Dann gehen wir mal hier durch.
Ich hab vergessen, dass da die Treppe war. Also jetzt die weiter vorne war. Bitte kein Qual wieder. Oder Quäl. Cthulhu-ähnliche Viecher. Senfbombe finde ich jetzt nicht so gut. Jetzt ist sie verwirrt. Baumfreier, danke. Wiener Fress. Tolle Wurst. Jo. Vergiftet? Ich glaube nicht. Muss schwächer werden, Mampf. So, B. Mann. Unvergiftet, toll. Weil er Gift und Galle nicht hat. Toll. Toll, toll, super toll. Komm, töten. Immer noch nicht gut. Danke. Damit ist Queener wenigstens raus. Aus der ganzen Scheiße, die dann angreifen. Ah, jetzt ist Queener tot, ey. Jetzt tötet Vivi Lilly. Oh nein! Gehirn ausgesaugt, wunderherrlich. Sonst versuche ich einfach zu fliehen. Dann brauchen wir bitte nicht auf Lili. Tolle Wurst. Gut. Dann brauchen wir auch nicht fliehen. Boom. Sprung. So, B. Ist jetzt auch wieder doof. Bitte, werd nicht gefroren. Gefroren. Das ist voll der harte Kackkampf. Das heißt hart, aber der ist scheiße. Verschwinden ist jetzt wunderherrlich, aber wir können ihn ohne Magie nicht angreifen. Gehirn ausgesaugt, ja wunderherrlich. Bitte greift Lili nicht an. Lili kann sich nicht konzentrieren, ja wunderherrlich. So eine Scheiße.
Bitte nicht auf Lilly. Natürlich. Töte Lilly bitte nicht. Ja, weil er fliegt, ist das schwer, ihn zu treffen. Bitte greif Freya an. Oder dich selber. Aber nicht das Vieh. Gut. Horns, gut. Erstmal ein Elixier auf Freya. Oder, weißt du was? Spring. Spring und fertig. Bitte tut den Freya nicht. Oh nein! Komm, hau ab! Kann nicht wahr sein. Aber wir haben doch gespeichert bei dem Mogri. Was mache ich mir hier in den Kopf? Ich dachte gerade, wir hätten es verkackt, aber wir so verkackt haben wir es gar nicht. Habe ich das schon angemacht? Ja, habe ich, wie es scheint. Ich gucke nochmal, weil nur die rechte Flamme ist. Scheint an zu sein, aber egal. Okay. Ich muss nicht wirklich heilen. Das war der Kackkampf vor den Herren, ey. Also ehrlich. Auf Vergabe der Kraft, du, der diesen Palast behütet, entziehe dem Armreif die Kraft des Ausweichens. Keins Armreif. Kein. Also Kane. Nicht Kane. Also Kane aus Final Fantasy 4. Oberarmreif, Kanes Armreif, Wasser. Wieso auch immer Kane Wasser kann. Weihrauch ist Arsène Lupin. Warum Kane? Wieso diese Fähigkeiten, Kane? Ich speichere nochmal. Damit ich in den Raum. Ich zeige da mit dem Finger drauf, weil ich ein Depp bin. Weil ich nach über 11 Jahren LPs immer noch nicht weiß, dass man nicht auf den Finger mit dem Bildschirm zeigt, um etwas zu zeigen. Ja, ich mache die Scheiße so lange schon. Den Kanal habe ich zwar erst seit 2020, aber ich habe 2010 das erste Mal tatsächlich angefangen. Nee, warte. Ich weiß gar nicht noch mal, wie das Rätsel geht. Der Dämon muss vor dem Engel fliehen. Aber ich will erst das Ding hier haben. Also das sind ja Schatten. Opfergabe der Kraft, der du diesen Palast behütest, entziehe dem Hut der Widerstandskraft gegen Magie. Kapuze erhalten. Boot. Ja, hört sich doch gut an. Nein, ich mache das jetzt andersrum. Der Dämon soll den Engel jagen. Weil das sieht dann so aus, also die Schatten. Hier, das sieht so aus, als würde Dämon jetzt angreifen oder was auch immer. Jetzt gehen wir hier lang. Das ist ja halt nur ein bisschen verwirrend, diese Perspektive. Äh.
Huren der Geister den Schatten des Bösen nicht jagend, aber dem Schatten der Heiligen folgend. Also, das wäre jetzt jagen. Ne, warte, wieso greif ich? Das wäre jetzt gegeneinander kämpfend. Folgend. Ja, dann habe ich das ja schon richtig gemacht. Oder? So, wird ein Schuh nämlich draus. Dann habe ich das ja schon richtig eingestellt. Was wäre passiert, wenn ich gesagt hätte... Mach das mal andersrum. Dass der Engel den Dämon jagt. Vielleicht kommt da ja noch eine andere Treppe. Wenn nicht, dann ist das Zeitverschwendung. Ah, da kann ich noch ein Item holen. Zum Glück haben wir das doch noch gemacht. Gut, der diesen Palast behütet, entzieht dem Schild die Ausweichfähigkeiten gegen Magie. Eisenhandschuhe erhalten. Okay, das... Eisen? Das sieht ja nicht gerade mächtig an, aber das ist also nichts. Okay, das bringt nichts. Okay, dann wieder zurück. Ausmachen. Hoffentlich haben wir auch keine Kerze vergessen, also die von denen, die angezündet werden müssen. Manche muss man ja auslassen, wie zum Beispiel... Warte mal... Die linke muss man auslassen zum Beispiel. Von den beiden hier, aber auch andere teilweise. Zum Beispiel in der Bibliothek sind auch ein paar ausgelassen geblieben. Okay, können wir hier jetzt raus? Bitte kein Boss oder so. Alarm, Alarm! Eindringlinge entdeckt. Eindringlinge umgehend eliminieren. Von Überwachungsmodus auf Angriffsmodus schalten. Das war nicht guter Stimme. Wer ist da? Ach du Kacke, wie ging der Kampf nochmal? Verteidigungssystem steigen. Elfenperlen werden gesucht. Vitalisierung fehlgeschlagen. Steigerung der Zauberkraft fehlgeschlagen. Ach, die Elfenperlen, die haben wir alle genommen. Steigerung fehlgeschlagen. Steigerung fehlgeschlagen. Steigerung fehlgeschlagen. Die Items haben uns alle einverleibt. Steigerung fehlgeschlagen. Leistungssteigerung fehlgeschlagen. Kann ich da einfach eine... Ich probiere mal was. Bis auf Stein. Goldnadel. Okay. Keine Zauber. Dann hau drauf. Und du springst. Geht nicht. Gehen denn, also werden auch Beschwörungen reflektiert. Das ging vorher nicht so wirklich. Deswegen, also in anderen Final Fantasies, deswegen würde ich das jetzt mal gerne ausprobieren. Habe ich nicht irgendwas gegen Befleck? Ne, habe ich nicht. Dann hau drauf. Versuch mal zu fressen. Kann sein, dass das fast keinen Schaden macht, das, was der wieder für einen Scheiß verzapft. Nicht genießbar, Mampf.
Genau. Ja, hau drauf. Ich muss mal gucken, wie viel Schaden das macht. Okay, macht schon Schaden, aber jetzt nicht so mega viel. Sogar so wenig, dass ich, also dass ich bei den ersten paar Angriffen dachte, dass es keinen Schaden macht. Ist Reflekt immer noch an oder sieht eher nicht danach aus, deswegen versuche ich mal was. Wasser vielleicht, weil du bist auch Stein. Okay. Lass mir das mal. Reflekt natürlich. Haben wir nicht irgendwas gelernt, was Reflekt zerstört? Anti-Reflekt oder sowas? Na, okay. Lily ist tot. Hat ja gut funktioniert. Wasser ist anscheinend ziemlich mächtig hier in dem Spiel. Weil er hat ganze 800 Schaden gemacht. Eska auf wen? Okay, ist jetzt nicht so mega schlimm. Lily, ach nö. Nicht jetzt. Ach, will ich schon wieder? Unerhörlich. Reflex, ja. Wunderherrlich. Jetzt bin ich nur gespannt, ob Freya auch geheilt war, weil sie war ja am Springen. Ja, okay, sie wird auch geheilt, gut. Ja, unfair, wenn nicht. Ach, Lily, Mann! Reiß dich mal zusammen. Ich hätte Eiko lieber hier lassen sollen. Auf Lily. Ich kann sich immer noch nicht konzentrieren, meine Fresse. Verteidigungssysteme heruntergefahren. Gut.
Gut, gut, gut. Lilly und Quina haben sie jede Menge Sachen gelernt. Ether und Elixier erhalten. Quina und... Was? Ich habe nicht A gedrückt, aber trotzdem. Zumindest dachte ich, ich hätte nicht A gedrückt. Kopftuch, Pokerherz. Was ist ein Pokerherz? Müssen wir jetzt gleich mal nachgucken. Ja, dieses, auch Pokerherz. Guck ich mal, ob wir was Besseres haben als Kopftuch. Bleib mal bei der Baskenmütze. Ein Schwurring, Leckerbissen, okay. Leckerbissen und Pokerherz. Pokerherz war ja manchmal schlecht oder fett die Verteidigung. Das ist ja komplett die Scheiße. Leckerbissen, absolut die verbrauchte MP des Gegners. Ja, das brauche ich jetzt nicht. Lili. Schattenhut. Da ist die Baskenmütze auf jeden Fall besser. Bleib mal beim Zauberreif. Schweif mal beim Seidenkleid. Atmos gelernt. Dann kannst du Leviathan lernen. Als nächstes, obwohl Shiva schneller geht, aber egal. Lern Leviathan. AP plus 10% kann sie nicht lernen, was schade ist. Ich würde gerne speichern, aber ich glaube, wir hauen jetzt auch jetzt sofort ab. Nach da rechts kann ich nicht, hier kann ich auch nichts machen. Und das sieht sehr nach, wir gehen weg aus zur selben Zeit. Endlich wieder zurück. Aber keine Zeit für eine Pause, muss schnell die anderen da rausholen. Mir wurde gesagt, ich soll hier keinen durchlassen. Wahrscheinlich kommen die jetzt uns entgegen, oder was passiert da? Kann ich hier jetzt eigentlich bessere Sachen anlegen? Ja, die Baskenmütze müsste ja eigentlich ein bisschen besser sein. Naja. Was ist ein Dösen? Müsste ich gleich mal nachgucken. Mit gleich meine ich jetzt. Trefferquote des Gegners wird gesenkt. Ah. Ah ne, immer Levitas, ja, schon gut. Ja, das mal. Bitte lass uns nicht aneinander vorbeigehen. Sondern ihr kommt jetzt da angeschissen, ja? Bitte, das wäre nett. Ja, wo sind wir denn jetzt? Sind wir schon wieder woanders gelandet? Willkommen zurück, meine Gemach ist gleich hinter der Tür. Aber sieh daran, nur du allein darfst eintreten, ich erwarte dich. Sieh dann, das stinkt gewaltig, du darfst Kutsch auf keinen Fall glauben. Ja, ich pass schon auf. Wartet ihr so lange hier? Was ist denn hier los? Lass dir nichts einreden. Sei auf der Hut. Kutscher führt bestimmt etwas im Schilde. Okay. Wo er hereinspaziert.
Das ist doch eine Falle. Oder auch nicht? Du glaubst ja gar nicht, wie froh ich bin, dich wiederzusehen, sie dann. Wie geht's meinen Freunden? Sachte, nur nichts überstürzen. Aber überzeuge dich selbst. Hä? Sie wurden wieder gefangen oder ist es eine Falle? Eine Illusion. Sei unbesorgt. Sie träumen bestimmt etwas Süßes. Ich hoffe, du hast auch deinen Teil der Abmachung erfüllt. Überreich mir den Guru-Stein. Hoffentlich schafft sie es sie dann auch alleine. Und hoffentlich geht es auch den anderen gut. Okay. Da kommen sie wahrscheinlich gerade. Ja. Wo ist denn sie dann? Er ist alleine zu Kuja gegangen. Aber wo kommt ihr denn her? Ich denke, wir haben jetzt aber keine Zeit für, wir müssen ganz schnell Sidan helfen gehen. Och nö. Ich dachte, jetzt wird zugemacht. Was? Wieso Aiko nicht? Hey, was soll denn das? Ihr Penner. Das ist ein kleines Mädchen. Ich hoffe, du hast auch deinen Teil der Abmachung erfüllt. Überreiche mir den Guru-Stein. Was bist du eigentlich für ein hinterhältiges Schwein? Deine Worte langweilen mich nur. Wirst du mir den Stein nun endlich geben oder nicht? Sieh dann, halte ein. Aber, hä, und wer sind dann die da unten? Hahaha, du Dummkopf, die da unten sind nur Trugbilder. Aber noch ist nicht alle Tage Abend. Was soll das wieder heißen? Ah, Hilfe! Aiko, ich eile dir zur Hilfe, Quark. Das quackt mich ja an, frage ich. Nimm das, du Viech, sage ich. Lux. Quark. Das war wohl nix. Huch. Eigentlich wollte ich zum Dank für diese nette Geschenk dich und all deine Freunde beseitigen, aber jetzt werde ich erstmal mit den Steinen und der Kleinen vorlieb nehmen. Ich hoffe, man hat bald mal wieder das Vergnügen. Verdammt, da ist keine Reaktion. Sidan, es ist die Hildegard. Du hast nichts mehr hinterher. Du und... Ach du Mann. Dann machen wir es so. Ihr seid aber gut gelevelt noch, aber nicht so gut wie die anderen. Ja, so. So wird ein Schuh draus, auch wenn Lily nicht so geil helfen kann momentan. Okay, kann ich hier irgendwie was machen? Nö. Aber da kann man auf jeden Fall lang. Kann ich hier? Hier sind wir aber falsch. Ich meine, ich könnte nur zum Mokrik gehen und speichern, aber das lassen wir mal sein. Wenn wir das andere Ding benutzen können, dann benutzen wir das auch. Bestimmt weg. Ja, weg ist sie. Ja. Die kann sich natürlich nicht konzentrieren. Ist ja gar nichts Neues. Boah, 2000, meine Güte. Also fast 2000.
kann sein, dass diese Viecher in OL wert, ich spreche das immer so komisch aus, mache immer so eine komische Mundbewegung, dass die ein bisschen stärker waren. Was hast du gelernt? Das ist auch Stein, Stahlrüstung, Dösen. Wilhelm Tell, Ability Abwehr, was Edel, was Länge, okay. Dann nehmen wir Wilhelm Tell. Muss ich jetzt wirklich hier hingehen, um zu merken, dass das, dass die weg ist? Nee. Heck, wir kommen zu spät. Sieht an, sei vorher, Sprung ist noch nicht allzu groß, jetzt können wir ihn noch mit der blauen Narzisse einholen. Hatte ich sowieso schon vor. Ihr habt es gehört, Leute, auf geht's. Kann ich hier lang? Nein. Ich muss hier runter. Wo muss ich lang? Ah, hier. Man kann manchmal nicht sehen, wo ein Weg ist und wo nicht. Wo fliegt der denn hin, der Penner? Der Madansari? Ne, dran vorbei. Ach, da kommen wir angedüst. Wir sind schneller als er. Ja. Verschlossener Kontinent. Da waren wir ja schon mal. Auf diesem Kontinent. Das ist aber ein merkwürdiges Gebäude. Was erwartet uns dort wohl? Ich weiß ja wirklich nicht, was der Kerl genau vorhat und es interessiert mich auch nicht. Aber warum Aiko? So ganz mir ist mir das auch nicht klar, Quark. Aber sie kann doch auch Bestia beschwören. Ja schon, aber... Moment mal, du meinst doch nicht, er will genau wie damals bei Lili die Bestia... Mach dir keine Sorgen, ich lasse nicht zu, dass er Aiko auch nur ein Haar krümmt. Und dann wird er mir ein paar Fragen beantworten müssen und wenn ich die Beantworten aus ihm rausprügeln muss... Ja, wir bleiben dabei. Auch wenn Lili jetzt nicht so mega geil ist.